26. Juni. Satans Warenkatalog. Unzucht aber und alle Unreinigkeit oder Habsucht werden nicht einmal bei euch genannt, wie es Heiligen geziemt, auch nicht Schändlichkeit und albernes Geschwätz, noch zweideutige Redensarten, was sich nicht geziemt, sondern vielmehr Danksagung. Epheser 5, Verse 3 bis 4. Gottes Liebe und die Liebe seiner Kinder ist vergebend, bedingungslos und aufopfernd. Du kannst aber sicher sein, dass Satan alles unternehmen wird, um diese Liebe zu pervertieren. Weltliche Liebe ist oberflächlich, selbstsüchtig, sinnlich und sexorientiert. Genau diese Art von Liebe hat Satan der Welt verkauft. Im Gegensatz zur weltlichen Liebe verweist unser heutiger Vers darauf, dass wir Gott Danksagung darbringen sollen. Paulus lehrt: Seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. 1. Thessalonicher 5, Vers 18. Wenn wir alles dankbar annehmen, dann sehen wir weg von uns selbst, weil unser Dank sich an Gott richtet. Anstatt immer nur von Leuten zu profitieren, sollten wir sie so lieben, dass unsere Dankbarkeit dadurch zum Ausdruck kommt. Denk daran, Gottes Liebe ist selbstlos und dankbar. Weltliche Liebe ist selbstsüchtig und undankbar.